Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns mal ein Video von der Aline Bachmann an. Ich hatte gestern dazu ein kleines TikTok-Video gemacht und es ist total explodiert. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass es da so eine Reaktion darauf gibt. Und ich habe mir gedacht, lasst uns doch heute mal so ein bisschen mehr in ihren Gesang reingehen und den ganzen Gesang von der lieben Aline analysieren. Ja, für alle, die neu auf meinem Kanal sind, mein Name ist Tanja Levy. Ich bin zertifizierte Gesangslehrerin. Auf diesem Kanal analysieren wir, geben Hilfe, Tipps, Tricks, machen Tutorials in allen möglichen Formaten und versuchen dir zu helfen, dass du erfolgreich als Sängerin durchstarten kannst, dass du deine mentalen Blockaden beim Singen lösen kannst und dass du Hashtag eine starke Stimme bekommst. Denn dafür stehen wir. Hashtag starke Stimme und Hashtag du bist nicht allein. Das sind zwei Slogans, die extrem wichtig sind. So, lass uns das mal anschauen. Wir machen mal hier genau einen Stopp. Übrigens, wir haben ein Tutorial zu diesem Song. Dort erkläre ich, singe es selber vor und breche das runter, wie ihr diesen Song singen könnt. Also in erster Linie muss man sagen, die Aline hat eine gute Stimme, ja? Natürlich ist Gesang immer Geschmackssache, ne? Aber Gesanglehrer beurteilen in erster Linie, kann die Person die Töne treffen, ne? Kann die Person die Töne treffen und ist da auch ein Ausdruck in der Stimme? Ist da eine gewisser Klang in der Stimme, ne? Weil es nützt auch wiederum nichts, wenn du die Töne treffen kannst, aber du hast nicht so eine schöne Klangfarbe letztendlich, ne? Weil Töne treffen, das kann man eher lernen, aber ein Klang in der Stimme, mit dem bist du geboren, den hast du oder den hast du nicht. Und das muss man jetzt, egal wie sie wohl in ihr als Privatperson ist, das weiß ich nicht. Und ich bin Gesangsinfluencer und kenne mich in dieser ganzen ganzen Welt da überhaupt nicht aus. Ich habe keine Ahnung, was da um ihre Person privat abgeht. Aber da scheint auf jeden Fall viel los zu sein. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt hier wirklich ganz clean um die Stimme und singen kann sie auf alle Fälle, ja. Da ist eben die Frage, was kann man noch machen, um den Gesang im Grunde genommen zu verbessern? Und ich finde, sie hat Nummer 1 erstmal ganz viel Power in der Stimme. Die Stimmbänder kommen sehr gut zusammen. Da ist ein sehr guter Stimmkontakt und es ist sehr abgerundet, es ist sehr voll, es ist sehr voluminös. Und das ist erstmal schon mal da. Das andere, was ich sehe, wie man in den Chorus reingeht, und zwar das hat sie als Laie, und Laie sind Leute im Grunde genommen, die nicht ausgebildete Sänger sind, hat sie das super gemacht, ja. Sie hat einen ganz tollen Riff reingemacht oder beziehungsweise den Riff nachgesungen von der Adele. Adele benutzt etwas, das nennt sich Twang, das ja. Das könnt ihr mit dem, wie in dem Video G auf G machen. G, G. Ja, so hat es die Adele gemacht mit dem Twang und hat dort noch mehr Stimmkontakt erzeugt und noch mehr Kraft reingebracht. Das würde helfen, diesen minimalen Hauch, den die Aline hat, zu eliminieren. Da ist ein ganz bisschen geht ein bisschen Luft durch, weil das ist auf Kopfstimme, die Aline singt das auf Kopfstimme. Das ist Kopfstimme. Ich bin heute ein bisschen kratzig, ne, und erkältet. Ist Kopfstimme, ne? Und alles andere ist Bruststimme. Oh, 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 ist Bruststimme. Genau. Also, das könnte die Aline machen, um in dem Chorus noch ein bisschen mehr den Kontakt zu bekommen. Weil es doch sehr luftig ist, ja? Und wir haben hier ein Growl gehabt, ja, und das ist schon mal gar nicht schlecht, denn Growl gehört zu der Kategorie Distorted Sounds und ihr kennt das bestimmt von Christina Aguilera. Makes me that much stronger, makes me work a little bit harder. Ja, also ich klinge heute auf jeden Fall furchtbar, aber dieses Well, I thought I knew you thinking. Wir gehen mal weiter. Und da ist sehr viel Kieferarbeit, das hatte ich in diesem kleinen Video schon bereits erwähnt. Und zwar die Zunge ist sehr, sehr, sehr weit vorne. Wir wollen, dass die Zunge auch größtenteils Platz macht, damit der Kehlkopf Freiraum hat. Das wollen wir auf alle Fälle. Das heißt, es war nicht ganz so falsch, aber in dem Moment ist die Zunge sehr weit vorne. Ist sehr, sehr mit dem Kiefer weiter vorne.
Jemand, der ganz bekannt ist für Kieferarbeit, ist die Ariana Grande. Die Ariana Grande macht ihre ganzen Riffs und Runs mit ihrem Kiefergelenk. Versucht mal wirklich den Finger drüber zu halten über eure Lippen, ja? Und nicht wirklich den Kiefer rauszuschellen. Das ist eine Übung. Und zwar wirklich locker zu bleiben oder eben halt den Kiefer zurückzubringen. I was still a child. Didn't get the chance to feel the world around me. Es darf also nicht in diese übertriebene Geschichte gehen, ja, weil man redet einfach zu gerne das Kiefergelenk aus und dann kommen auch Muskeln zum Einsatz, die einfach das Ganze verspannen. Und gehen wir weiter. Aber toller Vibrato, sie rundet das auf jeden Fall gut ab mit einem Vibrato. Und abgesehen davon, das sind ja wirklich tatsächlich Kleinigkeiten, ne? An denen man wirklich einfach mit Achtsamkeit viel besser arbeiten kann. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, wen ihr gerne als nächstes sehen wollt. Und ich freue mich, den oder diejenige im nächsten Video zu analysieren. So, ich lege mich hin, denn ich brauche jetzt erstmal einen Tee und ein Taschentuch und muss jetzt wieder erstmal klarkommen, denn ich muss morgen auch schon wieder arbeiten. Und ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Schaut doch jetzt mal diese DSDS-Videos rein, die ich gemacht habe, denn da habe ich wirklich echt mich so totgelacht und schlappgelacht und alle durchanalysiert. Ich sehe euch immer im nächsten Video und Hashtag starke Stimme und Hashtag du bist nicht allein.